Macht zwar Sinn, ist aber überhaupt nicht praktikabel. Denn wenn ich den Rucksack vorne trage, denken die Leute, dass ich eine Klatsche habe. Du, lass die Leute denken, was sie wollen. Aber nochmal, um es dir zu erklären. Bei japanischen Touristen sehe ich das oft. Wenn ich mal irgendwo bin, wo viele japanische Touristen sind oder Touristen aus asiatischen Ländern, die haben diesen Trick drauf. Die tragen oft den Rucksack vorne, weil sie genau wissen, wenn mich der Rucksack nach vorne zieht, dann stärkt das meine Muskeln, die mich zurückziehen. Und die setzen das um, auch wenn es komisch aussieht. Vielleicht solltest du dich in eine asiatische Reisegruppe reinmengen, wenn du das tust, damit du nicht auffällst.